Und wir müssen Ihnen noch diese Bilder aus Kanada zeigen. Gewaltige Wassermassen haben Teile des Westens, British Columbia, einfach weggespült. Mittlerweile wird das Essen knapp, das Militär ist im Einsatz und die Kanadier, die ja eigentlich seit Jahr und Tag mit ihren Naturgewalten leben, sind schockiert. Bahnwaggons, die in den Abgrund stürzen, Brücken, die einbrechen, ein Feuer, in dem rund 100 Autos abbrennen. Es sind Bilder der Zerstörung nach dem verheerenden Unwetter in British Columbia im Westen Kanadas. Premier Trudeau sichert Hilfe zu. Ich kann bestätigen, dass hunderte Einsatzkräfte der kanadischen Armee sich auf dem Weg nach British Columbia befinden, um zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. Und Tausende mehr bereitstehen. Innerhalb von 2 Tagen kam so viel Regen vom Himmel wie sonst in einem Monat. In British Columbia gilt mittlerweile der Ausnahmezustand. Und angesichts leerer Regale wird die Bevölkerung zur Besonnenheit aufgerufen. Bitte machen Sie keine Hamsterkäufe. Was Sie brauchen, brauchen Ihre Nachbarn auch. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Lieferketten schnell und ordentlich wiederherstellen können, solange wir uns alle so benehmen, wie wir es schon die letzten 2 Jahre tun. Wegen der Wasser- und Schlammmassen müssen Anfang der Woche mehr als 17.000 Menschen ihre Häuser fluchtartig verlassen. Im kleinen Merritt ist die Gefahr so groß, dass das ganze Dorf evakuiert wird. Auch vor dem Haus von Anwohner Jared Thomas steigt das Wasser rasend schnell. Die Evakuierung von ihm und seiner kleinen Familie wird er so schnell nicht vergessen. Wir wurden früh von einer lauten Sirene geweckt. Wir haben rausgeguckt und was wir zu dem Zeitpunkt sahen, war nur ein Rinnsal. Aber als wir unsere Sachen gepackt haben und ins Auto gestiegen sind, standen wir schon knöcheltief im Wasser. Mehr als 200 Kilometer nordwestlich rauscht Anfang der Woche eine Schlammlawine den Abhang hinab, die das erste Todesopfer fordert. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Tausende Tiere verenden in den Fluten, so sie nicht durch kreative Lösungen, doch noch in letzter Sekunde gerettet werden können. Zum Glück hat der Himmel über Deutschland eher Langweiliges zu bieten. In der Nacht regnet oder nieselt es weiter im Norden und Osten, dazu im Norden lebhafter Wind mit stürmischen Böen an den Küsten. Am Tag viele dichte Wolken, vor allem im Bergland ist es neblig mit Niesel. Im Norden ist es dazu windig, an der Ostsee stürmisch. Sonnig bzw. freundlich ist es im Südwesten.